Spielen weiter, weiter spielen, weiter spielen, weiter spielen. Spiel laden. Sieben Prozent, 31,8. Hier sind wir so stehen geblieben. In dem Hotel, also in dem Motel. Ja. Was haben wir so im Inventar? Mal kurz nachgucken, falls ich es vergessen habe. Zaubertinte haben wir im Inventar. Ein Trichter. Kaffee. Ein koffinierter Kaffee. Gabel. Hamster. Kurbel. Tippex. Schweizer Sparbuch. Aushilfe gesucht Schild. Ein Zettel und ein Textbuch. Okay, die Münze kamen wir auch noch nicht ran. Dann mal hoch hier. Okay, wer war jetzt in den ganzen Räumen drin? Ich bin einfach Versager. Ach, er hier. Okay, jetzt sind wir eigentlich nicht. Ich armer, armer. Leise. Ja, wir gehen hier rein. Hm, das ist der grüne Tentakel. Ja, haben wir hier noch irgendwas mitzunehmen? Oh, ein Videoband. Die Musik können wir anmachen. Was um das hilft. Wow, das ist laut! Ich weiß schon, wo ich das Videotape und wie hieß das? Das Videoband einsetzen kann. Und zwar hier. Meine andere Musik. Das könnte sie vielleicht falsch verstehen. Okay, müssen sie irgendwie ablenken. Entschuldigung. Hallo, mein kleiner Honigkuchen. Yippie! Nicht so ungut. Wir müssen irgendwie gucken, dass sie dann wegrollt, damit wir das Video damit verwenden können. Schlitz. Ah, jetzt. Geh da weg. Oha. Okay. Wir müssen sie noch weiter ablenken. So geht das nicht. Sie sieht das noch sehr gut. Ja. Auch wenn es schön ist, machst du mal, mach grad mal Musik aus. Hui. Gut. Keller vielleicht noch was machen. Das haben wir beim letzten Mal schon probiert, aber die Sache ist aus hier, oder? Ist die an? Sie ist jetzt wieder an. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Wir haben schon versucht hier, das wollte ich probieren. Das ist vielleicht, ich glaube, das diesmal. Den Hamster hier mal ins Laufrad stecken. Wow, schau mal!
bringt ja absolut gar nichts. Ich will nicht noch mehr anstellen. Wir brauchen natürlich einen Diamanten hierfür. Und wo zum Henker kriegen wir einen Diamanten her? Tja. Trink mal kurz was. Tja. Da müssen wir nur noch einige Ziele mit einsetzen können. Haben wir noch irgendwas übersehen? Wie super das hier. Patentanmeldungen. Sollen wir mitnehmen? Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Da hingen die Pläne und wir haben sie im ganzen Hotel. Meine Hotel genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette? Nein! Durch die Zeit! Mithilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred! Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Aha, jetzt können wir wieder wechseln zu ihm hier. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Ich will jetzt nicht sofort. Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Können wir zurückwechseln? Ja, wir können zurückwechseln. Okay, jetzt können wir ihn hier spielen. Okay, wir haben zwei Toiletten. Diese Tür ist wohl verriegelt. Ja. Diese Tür ist wohl verriegelt. Bäh, das stinkt. Können wir es nicht stark. Es hat keinen Strom. Leer. Da gibt's nichts. Tja, hier haben wir einen Stecker. Aber keine Steckdose. Das ist schlecht. Das sollte ich mit der Superbatterie verbinden, wenn ich sie fertig habe. Die alten Toiletten. Ja. Dann gehen wir mal hier nach links. Unterdessen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast dir recht. Die Briten.
ein Gasthaus. Er ist total verschmutzt. Ein kaputter Wagen. Das dreckiger zu machen hilft auch nicht. Okay. Öffnen wir die Briefkiste, da ist ein Brief drin. Strafregister Dieb. Freigeschaltet. Ja. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ja. Mit Patenten. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Edison? Okay. Echt geil. So, dann klopfen wir mal an. Geht direkt rein. Eine Mumie. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Toller Hut, Mann. Dein Hut, der hat drei Ecken. Okay. Das sieht so piratisch aus, weißt du? Ich glaube, der wird nicht mit uns reden. Schon mal den Film The Secret of Monkey Island gesehen? Film? Gibt's einen Film von? Geiler Effekt mit dem dreiköpfigen Affen. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Schön, mit dir zu sprechen. War mir eine Freude. Aha. Vorschlagbox. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Ist verschlossen. Naja, das ist doch dasselbe. Das ist doch dieselbe Schwingtür wie in dem. Das ist dasselbe Motel, bloß früher. Rauchdetektor. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Ich glaube, dafür müsste ich ein Feuer machen. Ja, wen haben wir hier? John Hancock. Muss einen schlechten Kreislauf haben. Thomas Jefferson. Wenn ich eine Mark bekäme für jedes Mal, dass ich dieses Gesicht gesehen habe. Tja. Jupp. Hallo? Genug von den öffentlichen Reden? Nein, ich friere. Aha. Warum ziehst du nicht eine Jacke an? Ich trage einen Mantel, Dummkopf. Ich habe auch diese Decke und friere trotzdem noch. Ja. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Hm.
Wer will schon einen Holzblock in der Zukunft? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Ja. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Ja. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben schreiben die Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Zwei Bekloppte schreiben eine Verfassung. Ja. Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Du sagst das, als wäre es etwas Schlechtes. Hast du eine Vorstellung davon, was es heute kostet, Wände zu reparieren? Es ist Wucher. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ja. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein, deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Freie Meinungsäußerung? Nein, das würde nie klappen. Ich muss gehen. Okay. Jupp. Bitte lass mich in Ruhe leiden. Freie Meinungsäußerung, das wird nie klappen. Ja. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel, gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Ja. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Eine fantastische Zeitkapsel. Da müssen wir dann die Batterie rein verstecken, damit die dann in der Zukunft gut konserviert ankommt. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Ja, so ist die entstanden. Nur Vorschläge. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Okay. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Okay. Ich mochte den Wir sind das Volk-Teil. Das steht nicht in der Erklärung. Moment, das ist nicht schlecht. Das könnten wir brauchen. Bis später dann. Was? Was passiert später? Yo, Tom. Thomas.
Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Nicht so ganz. Wir können uns nicht entscheiden. Entweder Pressefreiheit oder eine neue Steuer. Ich hoffe, dass uns bald jemand eine gute Idee unterbreitet. Ich finde eine neue Steuer, das wäre was Gutes. Was wollen wir denn mit Pressefreiheit? Bis später. Was? Was passiert später? Oha. Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Ja, Etrutan-Gemälde. Können wir George Washington. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Weiß Mrs. Washington, dass du so viel Make-up trägst? Man muss Make-up tragen, wenn man so oft in den Medien ist wie ich. Es ist ziemlich sicher, dass ich bald Präsident bin. Was meinst du? Ja. Soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Hängt davon ab, wie viel Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Okay, wir müssen einen Kirschbaum besorgen. Entschuldigung. Ja? Ist es kalt genug für dich? Kalt? Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Entschuldigung. Ja? Meinst du nicht auch, dass es hier ziemlich kalt ist? Kalt? Quatsch. Okay. Entschuldigung. Ja? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Ja. Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat. Den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat, würde sich von etwas so Kleinem wie einem... Oh, verdammt! Tja. Keine Angst vor Termiten? Kaum. Super. Womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Schmeckt das nicht schrecklich? Nicht, wenn man sie vorher rausnimmt. Ja. Wo kann man die bekommen? Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul River gemacht. Ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Okay.
Ein System freien Handels und mit Chancengleichheit? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Ah, ja. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Ich hau jetzt ab. Na dann. Können wir einen Vorschlag in die Box werfen? Ich will nicht. Okay, Spaghetti. Und Öl. Jetzt gehen wir kochen. Ich will nicht. Echt geil. Ich will nicht. Ja. Ein Schrank. Eine Büchse. Hier ist ein Eimer. Du glaubst ja nicht, dass wir hier mit putzen werden. Ich will nicht. Okay, jetzt haben wir noch einmal Wasser. Nichts zum Saubermachen da. Na doch, hier eine Tür. Alles klar. Okay, wir können bestimmt die Pendel benutzen. Oha. Red Edison. Sieht beschäftigt aus. Voll mit Plänen und Müll. Und Thomas Edison hat einfach seine Ideen geklaut. Hey! Was gibt's? Oha! Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Das ist die wichtigste Frage. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Aha. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest.